Hallo Freunde, wir sind zurück. Goblins gegen Grixis Delver. Es ist ein Matchup von, ja, ich weiß auch nicht, wie man Goblins in der Zwischenzeit bezeichnen soll. Früher war das ja mal ein controlliges Deck. In der Zwischenzeit ist es eher so ein Turn 1 explosives Tempo-Deck. Und Delver, naja, will ja eigentlich auch Turn 1 was legen und es beschützen. Von dem her bin ich echt gespannt. Andy startet mit einer wunderschönen Underground Sea, muss man mal sagen. Sehr, sehr schick. Und spielt diesen, ja, wie heißt der? Stalactite Stalker heißt der, glaube ich. Eine neue Karte aus Ixalan. Die hat Menace, 1-1. Und im Endstep bekommt sie einen +1/+1 Counter, wenn man Descended hat. Und man kann sie noch sacken, glaube ich, für -x, -x und 3 Mana. Da kommt eine Chalice auf 1. Okay. Spannend. Die resolved auch. Aber auch da gibt es ja ein neues Tool mit diesem Molten. Das sehen wir da beim Andi in der Hand. Das kann. Wenn man Descended hat, eine Kreatur kaputt machen und einen Non-Creature oder sowas, Non-Creature Permanent mit CMC2. Immer diese neuen roten Karten. Wieso muss ich immer die roten Matches? Molten Collapse heißt es. Non-Land Permanent, Non-Creature, Non-Land Permanent with Mana Value 1 or less ist es sogar nur. Okay. Es hat Goblins 3 Mana. Das heißt, es könnte schon vorbei sein, gell? Weil Molten Collapse ist eine Sorcery. Okay, go. Sehe ich das richtig? Nee. Sie diskutieren über was anderes, glaube ich. Okay. Goblins geht auf 14. Stimmt. Zwei. Nochmal zwei sind vier und nochmal zwei. Ja, stimmt. Sechs Schaden bisher. Oh, da kommt ein Bombardier. Broadside Bombardiers. Und er kann tatsächlich Artefakte aufschießen. Stimmt. Da lag wohl noch eine. Die habe ich ganz verpasst, die Chalice. Habt ihr die gesehen? Okay. Dann kommt hier Misty Crack. Das könnte, denke ich, das Descent sein, das Andy braucht für den Molten Collapse. Ja, ich glaube, Schaden stimmt noch nicht ganz richtig. Zumindest bei beiden. Also jetzt soll es passen. Okay, Volcanic. Ist leider weißrandig. Da kann man schon noch dran arbeiten. Okay, und da kommt das Molten Collapse. Zerstört die Chalice und zerstört den Broadside Bombardier. Stark, starker Zug, muss man gestehen. So ein 2-for-1 aus dem Delver-Deck ist schon ganz gut und macht halt auch diese nervigen Permanents weg, gegen die Delver im Mainboard eigentlich keine Outs hatte in Spiel 1. Ja. Okay, 12. Okay, das ist ein Rebel Master, glaube ich. Ich schaue gerade, ob es diese Promo gibt. Ansonsten kommt gleich. Okay, und sie wird geforst. Und Murktide Exiled. Ja, da brauche ich nicht nachschauen, aber es war, glaube ich, ein Rebel Master. Das müsste diese M15 Promo sein, die es gab zum Pre-Release. Okay, da kommt wieder. In Stalactite Stalker.
Chalice der Draw für Goblins, aber ich glaube, da ist ein Sticker-Goblin auf der Hand, oder? Oder sehe ich das falsch? Schwierig zu sehen, die Handkarten. Chalice auf 1. Nummer 3. Ja. In Response. Bold. Okay, macht Sinn. Attack für 1. Ist halt jetzt der Unterschied. Ist halt doch kein Dever. Dever hätte flippen können. Vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Simic Spirit Guide, the draw for the turn. Okay, da kommt eine Matron, richtig? Ich brauche irgendwann mal Artwork-Kunde bei den Goblins. Aber ich glaube schon. 3 Mana 1-1 für die, die sie nicht kennen, und sucht einen Goblin auf die Hand. Oh, da ist das Sticker Goblin. Also das Original, der heißt ja nicht Sticker Goblin. Heißt ja nur auf Mono so. Okay, damit könnte es nächste Runde schon vorbei sein. Stalactite Stalker. Okay, wieder Ping. Und das war's schon. Die Chalice auf 1, die findet halt auch Bowls oder sowas, das ist schon nicht so schlecht. Nameplate Goblin heißt er, glaube ich, in Paper, richtig? Chat? Okay, da kommen die Stickers, die wir vorher ausgewählt haben. Umbrella ist, glaube ich, 5. Das heißt, der Landshore war ultra wichtig. Das heißt, es könnte ein Muxus kommen. Oh, und da kommt echt der Spirit Guide dann auf der Hand. Schade. Fast hätte es Stace gerissen. Okay, Rebel Master. Da war noch der Haste Guy. Okay, nicht so schlimm, aber trotzdem, der Muxus liegt auch auf dem Board. Das ist halt echt voll. Also. Tja, da sehe ich Grixis selber ehrlich gesagt nicht zurückkommen. Goblins halt auf 1, aber da liegt halt eine Chalice. Das heißt, man bräuchte einen Draw. Ich glaube, die Listen spielen normal bloß einen Molten Collapse. Okay, der Goblin Token und die Matrone greifen an, sind die einzigen, die angreifen dürfen. Tja, Big Draw. Ich weiß nicht, was ich versteckt haben könnte noch. Es sah nach einem Flooded Strand aus, das war es wahrscheinlich nicht. Ja, das Muxus wieder lesen. Ich kann man kaum glauben, dass das eine richtige Magic-Karte ist. Ist eigentlich auch keine richtige Magic-Karte, sind wir mal ehrlich. Das ist so ein Produkt, das eigentlich nicht fürs 1 gegen 1 Magic gedacht war, aber naja. Hey, jetzt geht es nur noch darum, mit wie viel kann man angreifen, gell? Dass man nicht gegen Removal verliert. Also muss man drei hinten lassen, vielleicht. Eine Handkarte, vielleicht will man dann zwei hinten. Dann müsste schon Terminate und Terminate. Das heißt, wenn man vier hinten lässt, dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Hat man denn schon Lethal? Wenn man zwei, vier. Mit dem Rebel Master kann einmal pumpen. Also eigentlich muss der Rebel Master gejumpt werden, wenn man mit allem angreift, richtig? Von dem her braucht man überhaupt nichts zurücklassen, sondern kann einfach all in gehen. Ja.
Das glaube ich. Also ich denke, es ist vorbei hier, wenn ich ehrlich bin. Okay, es wird nochmal gerechnet. Okay, nochmal. All the attacks. Man kann blocken und den Stalker sacken und noch einem minus eins geben. Aber ja. Der Rebel Master ist halt riesig. Ja, das soll es gewesen sein. Ich glaube, der Block war nicht richtig. Ja, gut. War wirklich ein flattes Strand. Hat keinen Unterschied gemacht. Okay. Dann gehen wir in Spiel 2. Schauen wir mal. Wasteland, Wasteland. Ist auch nicht der Draw gewesen. Okay, Mulligan bei den Gobelins. Und Delver on the play. Fetch auf eine UC, glaube ich. Und wieder ein Stalactite Stalker. Okay, Basic Mountain Go. Spannend. Okay, da wird gefetcht. Das heißt, der Stalker ist dann bald 3-3 am Ende vom Zug. Volcanic. Okay, und der war hinterher, ein Attack für 2 und dann kriegt man da noch einen Trigger. Jo. Ja, das sieht schon vom Delver-Seite diesmal deutlich besser aus. Man hat viel mehr Druck auf dem Board. Chalice auf 1 wird gedazed. Wow. Stark. Wichtiges Daze, glaube ich, an der Stelle. Wichtiges Daze. Okay, Brainstorm. Das heißt, man sicher, dass der Delver flippt, zeigt den Ponder. Okay, hat sogar noch mal ein Fetchland, damit man seinen Stalactite Stalker noch mehr wachsen lassen kann. Stark. Und noch einen DRC, also das sieht ziemlich krass aus. Da muss jetzt Goblins wirklich durchdrehen. Sonst wird es da schwierig, oder? Okay, das war's. Eindeutig. Krasser Start. Okay, wir gehen ins Spiel 3. Stark. Das war doch mal ein Comeback. Mal sehen, wer sich das Spiel oder die Runde sichern kann. Okay, keiner hat einen Mulligan, so wie es aussieht. Goblins on the play. Oh, Goblin Lecky. Ja. Simian Spirit Guide. Und nochmal einen. Okay, das ist krass. Das zeigt wahrscheinlich bei der Hand, dass dann tatsächlich vielleicht einen Muxus in der Hand ist, oder? Oder zumindest irgendwas, was man reincheaten will.
An ihrem Fetschen. Auf eine Volcanic diesmal. Kommt jetzt ein Delver oder ein Bolt, da sehe ich Bolts vorne. Dann ist halt trotzdem nur einer. Naja, gut, immerhin besser als keiner, gell? Okay, der Spirit Guide oben. Oh, da war eine Force. Okay, dann hat man den verwechselt. Muss ich mal nachfragen. Dass es kein Lecky ist, sondern was anderes. Okay, Muxus. Tatsächlich ein Muxus auf der Hand. Das könnte schon wieder vorbei sein. Brainstorm, Brainstorm, ja, okay. Matrone. Nochmal eine. Rando Gobbo, nochmal ein Lecky. Tja. Die Matrone sucht jetzt halt, beide Matronen suchen jetzt was auf die Hand. Ja, ich glaube, das Spiel ist vorbei. Ich will mich nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Ah, das war ein Ringleader noch dabei. Er holt nochmal einen Muxus. Okay, dann die Matronentrigger. Ja, es ist schon krass, wie explosiv dieses Goblin-Deck sein kann. Okay, dann sucht zwei Broadside-Bombardiers auf die Hand, ja. Ja, das wird schwierig. Ich glaube, da ist sogar auch noch ein Landdrop. Man sieht ja, dass es auch noch einen Spirit Guide gab. Das heißt, nächste Runde könnte es komplett abgehen. Okay, da ist die Frage, ob man überhaupt noch was aufs Board legt. Aber was soll es für zwei Mana schon geben an Sweepern? Okay, da kommt der erste Broadside. Wahrscheinlich muss man den jetzt sogar forcen, auch wenn es nichts bringt. Oder conceden random. Kann auch sein. Jo. Okay. Dann Draw. Ja, Murktide hilft nicht. Ich glaube, das war's. So schade. Das ist ein relativ einseitiges Spiel. Drei. Schade. Naja. Passiert auch manchmal. Aber Goblins einfach gerade super im Meta. Muss man gestehen. Da wird nochmal drüber gebrained, was man machen kann, um nichts zu übersehen. Das kann ich verstehen. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber ich sehe keinen Weg raus, bin ich ehrlich. Jo, okay, GG. Goblins gewinnt mit einem ziemlich brokenen Start und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.